Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde The Forest with Voucher und mit unserem Nameless. Schön, dass ihr da seid. An der Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für eure Rückmeldungen und fürs Teilen eurer Erinnerungen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und ich bin schon entsprechend motiviert in diese Staffel reingegangen. Jetzt habe ich noch mehr Bock und wir werden auf jeden Fall dieses Achievement holen. Bilde eine lange Wall. Ich glaube, 250 Elemente muss man bauen. Und die ziehen wir aber nicht einfach bei uns um die Base rum, sondern wir werden da definitiv ein Projekt draus machen, was mit dem Dorf zu tun hat, mit unserer Base und mit einer Front, die ich aufbauen werde, damit wir auch bei Zeiten rechtzeitig Spaß haben. Genau, wir mussten noch kurz warten, dann nehmen das und ich, bis wir schlafen können. Ich würde sagen, wir gehen kurz hier rein. Ich habe gesehen, dass wir ja unheimlich viele Seile schon haben. Die verbauen wir jetzt zu Schneeschuhen. Das ist das Einzige, was ich gerade bauen kann. Und dann können wir die von der Yacht einsammeln, dann haben wir Seile wieder voll gleich, weißt du? Ich weiß nicht, ob ich die Schneeschuhe anziehen werde, aber sie zu haben schadet ja nicht. So, Schneeschuhe haben wir gebaut und dann hatte ich ja gesagt, heute ist gar niemand am Strand unterwegs, ich hatte ja gesagt, wenn wir das nächste Mal hier sind, werde ich auf jeden Fall unser kleines Horny einmal einblenden. Machen wir natürlich begleitet mit Musik. Ich würde sagen, die Einser nochmal, nur für einen kurzen Moment, so eine Art kleine Party zur Nacht, weißt du? So, jetzt muss ich es hier nur zuschalten. Und Horny, bitte dance für uns. So, jetzt haben die ihr Einhorn und wir haben unseres. Verstehst du? Aus dem Stream. Aber es ist kein Spaß. Leute, es gibt eine Planänderung. Es gibt eine Planänderung. Und zwar gehen wir den Topf schon holen. Aber wir werden definitiv die moderne Axt mitnehmen. Ihr erinnert euch? Die moderne Axt liegt irgendwo da hinten in der Höhle. Und das habe ich ganz, ganz oft so gemacht, weil die brauchen wir. Dann kriege ich schneller Holz. Die Motorsäge macht auch Spaß, aber ich will ja Stärke aufbauen. Und es gibt noch eine Planänderung. Wir werden uns den modernen Bogen sehr früh holen. Wenn wir nämlich am Dorf und an der Front, die ich da aufbauen will, in der Nähe was machen wollen, muss ich auf jeden Fall meinen guten Bogen haben. Das heißt, es gibt demnächst eine Kamikaze-Risiko-Fisiko-Rein-Raus-Aktion. Ja? Muss ich nochmal gucken. Ich glaube, wir brauchen das Atemgerät und das Klettergerät. So, Leute, wir können pennen. Ich hole kurz die Seile. Angelo mio... Schalaladidadadadam. Ach, habe ich mich gefreut, Leute. Und eure Erinnerungen sind auch zum Großteil meine. Es sind unheimlich schöne Dinge, die wir hier erlebt haben. So, pass auf. Ein bisschen aufgeregt bin ich trotzdem, wenn das jetzt nämlich die erste Höhle wird. Aber ich erinnere mich auch, dass da nicht viel los war. Übrigens ist mir aufgefallen beim Schneiden, dass hier überall vom Artefakt, glaube ich, ist das, ne? Das sind Zeichnungen aus dem Höhlentrakt. Ich habe gestern nur den Kopf gesehen. Und ich erinnere mich, die moderne Axt, da gehen wir jetzt gleich zu meinem Lieblingskumpel. Ist auch ein bisschen Ankommen in der Forest. Ihr seht schon, ich will am liebsten nicht los und doch los. Jetzt pennen wir mal. Ich hoffe, mein Fleisch ist noch gut. Da war der Typ mit der Zahnbürste. Für mich ist das immer irgendwie so der Garant, angekommen zu sein. Und das machen wir jetzt heute. So, pass mal auf. Ist es noch gut, getrocknetes Fleisch? Jo, das kann ja, glaube ich, auch nicht kaputt gehen, ne? Nimm das. Essen. Was sind das hier noch alles? Roh, roh, roh. Ihr könnt mir vorstellen, dass wir das eh nicht abgekocht kriegen. Aber ist egal. Was haben wir jetzt noch? Jetzt brauche ich mal noch eine Dose. Ja, das reicht. So, pass auf. Wir bereiten uns schon mal vor, dass ich das nachher da drin nicht machen muss. Kriegt jetzt jedes einmal ein Stöffle drum. Bam. Bam. Und das war's. Dann gehen wir los. Hast du jetzt nochmal eins gegessen? Das kann ja nicht sein, Digga, du hast doch... Ey, warte mal, konnte ich nicht auch die coole Keule bauen? Handgemachte Keule? Was wir haben, das haben wir. So, gibt's aber noch eine coolere, wo die Hände mit dran gebunden sind. Das war, glaube ich, da hinten drin. Komm, wir gehen mal rüber. Da hinten drin irgendwo. Wenn man so oft, wie wir das schon gemacht hat, weiß man es in etwa. Manche wissen es dann tatsächlich auch auswendig, ich nicht. Ich habe mich da jedes Mal verlaufen, glaube ich. Doch, da hinten war doch ein Teil von der Pistole. Das könnten wir uns eventuell auch gleich schnappen. Das könnten wir nicht. Das machen wir. Ich muss ja sowieso da rein, ne? Und das ist auch für mich so eine kleine Orientierungshilfe gewesen, wo genau wir hin müssen. Schabdudi. Dann könnte man das Pistolenteil gleich mitnehmen. Und dann war es das doch, oder? Wenn wir recht gucken, sind wir hier sogar abgestürzt. Das weiß ich nicht mehr genau. Oh, sehr schön. Aloe. Lass mir mal schön reinschauen. Sag mal, nicht mit dem. Sind wir noch infiziert? Ja, ihr seht schon, wenn eine Höhle kommt, bin ich immer trotz allem nach all der Zeit, ne? Ne, wir sind wieder gesund. Durchs Schlafen haben wir uns wieder gesundet. Aber Aloe schadet ja auch nicht, ne?
So, ich hoffe, dass das natürlich hinhaut. Da war ein kleiner See mit einem Boot. Und dann da an dem Dörfchen. Ich hoffe natürlich, dass da jetzt gerade keiner ist. Ja, hier. Hallo. Da ist ein Vogel im Wasser, aber das stört mich nicht so. Und da rechts, Stückle rechts nach hinten weiter, müsste die Höhle sein von der modernen Axt. Hier ist momentan niemand. Ja, dann können wir da jetzt kurz rein. Boah, Alter, dich erschrecke jetzt mal. Die Koffer brauchen wir nicht. So, pass mal auf. Irgendwo hier war doch diese Stelle, wo man dieses Teil bekommen konnte. Jetzt habe ich natürlich Seile schon wieder voll, ne? Wo war denn das mit der Sprengung, Leute? Hier. Hier war das. C. Nee. Muss ich es erst anzünden? Ja, ich glaube. So, Teil 1. Ich habe alles aufgesammelt. Mein Ohr pfeift noch ein bisschen. Und bevor die jetzt merken, dass ich da bin, suchen wir die Höhle, ja? Da gab es, glaube ich, auch ganz viele... Wow. Da gab es auch, glaube ich, ganz viele Sticks. Jo, hier ist es. Wow, so schnell haben wir es noch nie gefunden. Seit bei Aua zocken. Ne, war nur die Fledermäuse. So, hier schalte ich natürlich wieder... Also ihr wisst, ich spiele es am liebsten schon so in der Standardeinstellung. Die Höhlen sind arg dunkel, aber sehr atmosphärisch. Und wenn ich jetzt Gamma ab oder sowas mache, dann ist das ganz, ganz schlimm. Aber ich kann ja den modernen Filter einschalten. Der dürfte das Ganze ein bisschen heller machen. Komm, wir gucken mal kurz. Einstellungen, wo waren das drin? Gameplay. Ne, bei Grafik war das drin, gell? Ja, so ein ganz kleines bisschen. Aber wir werden natürlich... Wie viel Stoffe haben wir denn? Jo, 80 Stoffe, weißt du was? Dann gönnen wir uns das. So, Leute. Zwei Stück waren da immer drin. Die müssen wir jetzt erstmal sauber machen. Aber erstmal begrüßen wir unseren alten Kumpel. Den Ankommen-Kumpel. The man with the toothbrush. TH! TH! Hat sie immer gesagt zu mir früher. Hier ist er. Das ist mein Ankommen-Mädle. Servus, Digga, ich bin wieder da. Oder hat sogar einer Zeit gehabt hier so richtig? Ist es eine Schnitzerei eigentlich? Oder? Nameless. Die heben echt nicht lang hier, ne? Ja, aber ist egal, wir müssen jetzt eh... Ich mache jetzt Kamikaze, ich renne jetzt rein und hau dem gleich mal die Keule aufs Gesicht. Da muss hier irgendwo einer sein. Waren die so weit da hinten drin? Jetzt bin ich doch falsch, oder? Hä, komme ich da auch wieder raus? Jo, Leute, ich bin jetzt irgendwie falsch gelaufen. War ich nochmal nie, da können wir ja nachher nochmal gucken. Bin ich in der richtigen Höhle? Manche Dinge ändern sich nie, gell? Ich weiß schon. Nee, nee, das muss. Der Zahnbürstentyp hatte immer. Da ist er doch. Scheiße. Es waren immer zwei. Der brennt schon mal. Hat jemand den zweiten gesehen? Ey, das brennt voll nicht lang, gell? Ich glaube, du konntest einen Alkohol drum machen, dann war es schneller. Dann hat es länger gebrannt. Ist er jetzt tot? Nee. Schnauft noch, gell? Nimm das auf, du trennst ihm schon den Kopf ab. Die Höhlen in the Forest, ey, ich bin so gespannt auf Sons of the Forest, was sie da sich haben einfallen lassen. Ey, da waren aber immer zwei, Digga, da waren immer zwei. Das heißt, die Fackel ausmacht. Entweder habe ich den jetzt schon erwischt, oder aber... Wahrscheinlich laufe ich schon 10-mal drüber, gell?
Ich habe nämlich keine Böcke drauf, dass der mich jetzt gleich zu Tode erschrickt, weil der noch irgendwo da ist. Macht der Feuerzeug an. Gut, ich sehe ihn jetzt im Moment nicht. Vielleicht haben sie es aber auch geändert. Es ist nur einer. Vielleicht ist er random. Ab und zu mal einer, mal zwei. Ich weiß es nicht mehr. Schade. Die ganzen Stoffe nehme ich aber mit, gell? So, pass auf. Ich lege ihmchen hier ab. Den machen wir dann, wenn wir rausgehen oder wenn wir hier die Dinger fertig haben. Ich nehme aber was Schnelleres in die Hand. Ja, die ganzen Stoffe kann man schon mitnehmen, finde ich. Seile sind immer voll, sonst hätte ich gesagt, wir verarbeiten sogar gleich welche. Ja, aber das war dann jetzt schon die erste Aufregung. Erste Höhle ist mehr oder weniger jetzt schon erledigt, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Weil. Also die Höhle an sich, da kannst du natürlich noch mehr Action machen. Aber wir wollen ja nur die moderne Axt erstmal rausholen. Hier ist er. Also haben wir sie doch beide. Ey, wenn du überlegst, dass das jetzt eigentlich gar keine. Dass das keine Nummer war, das jetzt hier. Da geht es wohl offensichtlich irgendwo in einen anderen Abteil. Ich muss mal ganz kurz gucken. Orientierung ist so meins. Ja, also die Höhlen sind schon atmosphärisch, mein lieber Schwarz. So, sind wir kurz hier durch. Weißt du was, wir zünden die an. Wir können uns ja kleine Knochenrüstung machen, oder? Da geht es woanders hin. Was ist denn das, was da lag? Steine. Du bist blutüberströmt. Wasche dich. Okay. Kann ich gleich. Hier müssen wir, glaube ich, rein, Leute. Da geht's gleich zu uns, zur Axt. So, warte mal, wo ist denn jetzt der Zahnbürstenmann? Da. So, passen Sie auf. Den schmeißen wir jetzt hier schon mal dazu. Kann ich mich hier geschwind irgendwo waschen an dem Wasser? Offensichtlich nicht, ne? Schade. Okay, die erste Aufregung. So muss es sein. ich halt einfach keinen Plan habe, wo ich bin, verstehst du? Da hinten, wo es leuchtet, ne? Wir können aber auch erst runter. Ich meine, jetzt kommen eh keine Feinde mehr. So. Okay, jetzt pass auf. Tu mal wieder ein bisschen gechillter. Du hast ja jetzt hier. Geht's da eigentlich auch wohin? Zünd mal die Axt an, das siehst du ein bisschen mehr. Ab und zu tun sie mich in den Augen auch weh. Ja, aber da müssen wir jetzt auch nicht hin heute. Ich weiß gar nicht, ist das eins von den großen Höhlen verbunden? Wisst ihr, was ich meine? Es gibt ja eine, wo in alle Richtungen irgendwie gefühlt geht, ne? So. Musst du nochmal nachlegen? Oder nimmst du die, genau? Mal gucken, ob wir da schon eine Knochenrüstung bauen können, weil meine Lizard-Rüstung ist weg. Ich darf nachher nur nicht vergessen, dass ich mich waschen muss. Sonst kann es sein, wir holen uns wieder was. So, einmal, zweimal, dreimal. Immer gleich vorbereitet sein am besten. Ach, schön. Ne, dann haben wir die moderne Axt, weil ich nicht vorhabe, mit der Motorsäge jetzt hier das ganze Spiel überzuspielen. Sonst bauen wir nämlich nicht genug Kraft auf. Und ich hätte schon mal Bock, dass wir auch mal ab und zu welche mit dem Nahkampf machen. Obwohl ich den modernen Bogen hole natürlich, ne? Und da geht es ja normalerweise nach ein paar Übungsschüssen dann schon richtig gut ab bei uns. Schüssen. So, komm, brennt ab, meine Jungs. Jetzt haben wir natürlich zwei gemacht, aber die können es ja nicht mehr weitererzählen. Und beobachtet hatten es keiner. Haben die so lange gebrannt? Ah, jetzt. So, siehste, wie viele Dinge haben wir denn? Okay, eine Rüstung kann ich machen. Drei und sechs war es immer, gell? Hä, vielleicht finden wir noch einen Knochen. So, tragen. Knochenrüstung Teil 1 ist erledigt. Also, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir ins richtige Ding runtergehen. Das war der Vorraum. Hier war dann der Helm, den kommt man ja nicht nehmen, ne? Nee. So, hier nochmal kurz durchgeschaut. Naja, da hat es natürlich noch jede Menge. Stöffeln. Aber wir haben ja auch. Kurzer Moment, dann nehmen wir das jetzt gerade irgendwie. Was hat er denn? Ist er irgendwo festgekommen? Das war schon mal so. Ich erinnere mich gerade.
Es gibt ja noch eine Höhle, wo man schnell an Stoffe kommt. Ne? Also das ist normalerweise nicht das Problem. Und durch das, dass wir in der City arbeiten und ich ja oftmals auch nur für eine Folge zum Aufnehmen komme, haben wir auch den Respawn auf unserer Seite. Und dann ist es recht so. So, komm, das reicht. Wir wollen ja noch den Topf holen. Vielleicht gab es da unten, aber auch, nee, da unten gab es, glaube ich, keinen Topf, gell? Sehr, sehr genial. Ich bin so gespannt. Das Zweier wird uns wahrscheinlich grafisch abholen, wie Sau. Du bist blutüber. Ja, ich muss mich noch waschen, das weiß ich noch. Hier war ja sonst nichts, oder? So, hallo. Die Sachen nehme ich nicht mit, habe ich gesagt. Mir reicht mein Kostüm. Ich glaube, das liegt auch zum großen Teil daran, dass man es halt selber eh nicht sieht. Klebeband. Oh, guck mal hier. Da hätte man sogar ein bisschen mehr verbollern können. Dynamit sind wir jetzt auch voll. Dann haben wir hier die ersten modernen Pfeile. Wird Zeit, dass wir uns den Pfeilköcher bauen. Stoffe, noch mehr Pfeile. Ich wusste gar nicht, dass hier Pfeile drin waren. Seile sind wir voll. Da sind wir auch durch. Da sind wir, glaube ich, auch voll. Dosen. Ja, aber da kannst du dir auch eine gönnen. Kannst eh nicht alle mitnehmen. War da immer schon so viel Loot? Da ist sie, die moderne Axt. Hier war sie drauf. Gut, das reicht mir auch schon zum Glücklichsein. Dann können wir jetzt raus, gucken, ob wir den Topf noch kriegen. Den Pinsel nehmen wir auch mit. Sehr gut, sehr gut. Und einmal rot angemalt, in der Hoffnung, dass es hebt, bis wir draußen sind. Aber ich muss mich noch waschen, ne? Darf ich nicht vergessen. So, meine Lieben, erste Höhle. Also, moderne Axt haben wir, Taucherflaschen haben wir. Das heißt, wir brauchen das Atemgerät. Sowieso, weil wir ja das Kirchenblueprint jetzt doch brauchen, nachdem ich eure Erinnerung gelesen habe. Also müssen wir eine sedile Kirche auf jeden Fall bauen. Ist aber okay, wir sind ja auch eine sedile Gemeinde. Und ich weiß auch schon ungefähr, also die Front, Kirche, Front, ja. Und dann werden wir da uns ein bisschen Fallen aufbauen, dass die Front geschützt ist. Ich will es so machen, dass unser Zuhause am Ende ein Safe Place ist. Vom Zuhause aus mit wenig Aufwand zur Front und die Wall wird ums Dorf wahrscheinlich rumgezogen. Komplett. Mit 250 Elementen. Weil da haben wir dann auch gleich Dynamit, da haben wir dann immer gleich Action und alles. Und dann können wir vielleicht auch so ein bisschen mit Knochen noch verzieren und so, ihr wisst schon. Die schönen Dinge halt, die man hier so machen kann. So, Nemi, dann holen wir jetzt noch den Topf, wenn du hier rausfindest. Aber war ja prädestiniert, hier rauszufinden, wenn ich den Zahnputzbecher finde. Den Zahnputzbecher. Zahnputzmann, hier war das, hier war das. Okay, hier tue ich mich immer ein bisschen schwer. Der war im Raum weiter eigentlich, ne? Super. Ja, ja. Immer, immer schön noch. Ne, das war das nicht. Hier war es auch nicht. Hier war der Helm. Und da vorne links müsste eigentlich der Zahnmann kommen. So. Damit hätten wir dann auch... aber da war ich doch gerade eben. Ah ja, hier ist er. Der leuchtet nur nicht. Also weißt du was? Ich würde dir ja normalerweise einfach mal jetzt einen Kumpel sponsern, wenn ich die Mats habe. Damit es mal Ruhe hat hier, wenn ich da mal wieder rein muss. Hier, guck mal. Hast du einen eigenen Timmy? Wurde es eh Zeit, dass wir dem mal was geben hier. So. Ihr zwei. Schön die Zähne putzen. Okay, jetzt weiß ich nicht, ist es noch hell draußen? Ich nehme es doch an. Ich habe mich ja jetzt nicht so sehr verlaufen, dass wir hier... Sieht so aus, ne? So, aber bevor ich jetzt hier rausgehe... Ne, ne, ich hätte lieber gerne den da. Hat der... Ah, da habe ich auch noch das kaputte Spielzeugteil eingesammelt, okay. Ist das... Ach, das ist noch dran. Gut. Also Leute, jetzt ohne Zwischenvorfälle am besten einfach... Boah, Alter, jedes Mal! Ich dachte beim Reingehen nur. Unglaublich. So, hier waren wir ja, das reicht mir auch. Dann gehen wir jetzt davor, das müsste so die Richtung sein zum Anker, gell? Den Topf möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Schon alleine, weil man später den als Harzsammler aufstellen kann. Da bräuchte man daheim noch ein, zwei Vogelhäuser. Wobei, ich werde uns wahrscheinlich wieder eine Farmrunde einrichten. Ihr erinnert euch, haben wir auch schon gemacht früher. Wir hatten so einen, da vorne läuft einer. Zwei.
Wir hatten früher immer unsere kleinen Farmrunden auch für Pfeile. Und die sind gar nicht so weit weg von unserer Base. Dass wir immer die schönen guten Pfeile brauchen. Und die Höhle vom modernen Bogen. Das machen wir natürlich erstmal Risiko-Fisiko-Rein-Raus-Aktion, ne? Und da müssen wir ja dann später eh nochmal durch. Dass wir den früh im Spiel haben, dass ich dann nicht erst zum Schluss den coolen Bogen habe. Das heißt, wir kämpfen da nicht gegen jeden Feind. Ich glaube, einen Armsi auf dem Weg machen wir dann mit. Plus den einen Armsi in der Chuck Norris Höhle. Und dann sollten wir normalerweise in der Lage sein. So, ich glaube, ich habe die umlaufen. Nimm das, gönn dir mal. Ausrüsten, ablegen. Das lasse ich gleich mal hier. So, mal hinten rumlaufen. Wie ist denn jetzt zeitlich? Also, wie wir heimkommen, ist eigentlich fast wurscht, ne? Wir könnten hinten rumlaufen, wo wir damals mit dem Floß geankert haben. Das war, glaube ich, in der letzten Staffel haben wir da hinten gebaut. Aber es ist ein weiter Weg bis dahin, gell? Ne, ich glaube, ich gucke, dass ich heimkomme. Ich will nämlich die Tage jetzt mit euch anzeichnen, bevor wir dann das Tauchgerät holen und die Steigbügel da. Da hinten, aber da kommen wir jetzt noch nicht runter ohne Tauchequip, glaube ich. Hier speichern wir mal kurz zwischen, ja. Schamdididam. So, Topf. Ziel erreicht. Ich habe immer gedacht, hier konnte man speichern. Okay, offensichtlich nicht. Was auch mittlerweile. Ja doch, da ist doch der Speicherpunkt. So, wir steigen vorne ein mit dem Speichern. Gut. Das war die Geschichte. Dann laufen wir jetzt heim. Ich nehme eh an, dass wir jetzt gleich Ärger kriegen. Geh mal gemütlich zusammen nach Hause, komm. Kriege ich das irgendwie abgekürzt? Ich überlege gerade, wir müssen dann da hinten rum, da hinten. Achso, wir können, weißt du was, wir machen einfach querfeldein, oder? Ich spare mal ein bisschen Energie. Ja, komm her mal querfeldein. Schön, schöner Ausflug. Und ein lohnenswerter Ausflug. Taucherflaschen haben wir. Die moderne Axt haben wir übrigens. Die macht, glaube ich, auch ziemlich gut Damage, oder? Ja, dann nimm doch die moderne Axt gleich mal in die Hand nehmen lassen. Ich laufe querfeldein. Kann natürlich sein, dass wir da am meisten Ärger kriegen, aber im Moment ist es alles noch nicht so tragisch, glaube ich. Wir müssten mal eigentlich noch entkommen können, wenn mal was wäre. Und dann können wir daheim mal gucken, vielleicht kriegen wir noch eine Hasenfalle aufgesetzt unten an der Treppe. Dann wäre nämlich für morgen schon die Chance. Ach, das liegt dann noch zwischen hier und unserem. Das wusste ich jetzt gar nicht. Ja, Speicher. Speicher deine Energie, mein Freund. Du hast nur eine Knochenrüstung. Ja, dann machen wir das jetzt so immer in der Abfolge. Wir holen immer stückchenweise die Ausrüstung, die wir brauchen für den Bogen. Zu holen. Und wir zeichnen an, dass wir wissen, wie viel Hölzer. Dann machen wir immer zwischendrin die von der Wall, weißt du? Und wir müssen Seilbahnen spannen von unserem Zuhause zur Front. Und die müssen wir natürlich schön mit Fallen verkleiden. Ne? Vielleicht baue ich da so eine richtige kleine. Wir gucken mal. Wir sollten uns auch ein bisschen treiben lassen, nicht alles vorweg planen. Aber nachdem ich die Erinnerung von euch gelesen habe und meine gemerged habe, war mir klar, was noch alles kommt und was nicht kommt. Hier war ich, glaube ich, noch nicht oft. Wir müssten jetzt auch schon ziemlich nah an unserem Zuhause sein. Hier habe ich schon Ärger gehabt. Alter, wie schnell man eigentlich die Map überqueren kann. Naja, hier haben wir doch auch schon gegen Bebos und so gekämpft. Da vorne an diesem Zipfel hatten wir, glaube ich, mal eine Base. Wie schnell wir jetzt hier waren. Hallo, Lisattle. So, hier kann natürlich sein, hier sind Patrouillen normalerweise, ne? Ich laufe mal hier runter. Aloe haben wir auch bekommen. Da hinten gibt es dann die Pfeile. Ja, Alter, das sieht doch schon mal richtig gut aus, nämlich das.
Und genau rechtzeitig kommen wir heim. Es wird gerade dunkel. Super Geschichtle. Wie viele Sticks hast du denn drin in deinem Inventar momentan? 8 Stück, dann nimm gleich nochmal 2 mit. Und dann bauen wir erstmal Hasenfallen. So, perfekt. Schön. Wir könnten natürlich auch versuchen, die Hasen mit der Zwille zu kriegen, ne? Bis ich jetzt die Sticks für die Falle zusammen habe, ist wahrscheinlich dann nächstes Jahr Weihnachten und über einen drüber geschlappt. Sodele. Aber eine Falle schadet normalerweise nicht. So, wir gucken mal, ob wir hier gerade welche rumrennen sind. 3 Stück brauchen wir, glaube ich. Hier ist gerade nicht viel los, gell? Ja, gut, aber weißt du was? Tomorrow ist auch noch ein Day. Jetzt genießen wir erstmal ganz kurz, wie wir heimkommen. Das ist mit eins der schönsten Dinge im Spiel. So, schlückle frisches Wasser, auch wenn wir es nicht gebraucht haben. Einfach nur was können. Und das habe ich mir dieses Mal echt gewünscht. Klar, Custom Building kannst du in The Forest super viel machen. Machen wir auch mit der Front drüben, mit der Wall und so. Aber ich möchte tatsächlich so eine kleine, bescheidene Hütte am See haben. Und das haben wir uns jetzt tatsächlich rausgearbeitet. Weißt du, jetzt kann ich hier mal heimkommen. Ich will versuchen, so zu spielen, dass wir hier immer halbwegs sicher sind. Aber selbst hier oben können welche kommen. Wir gucken mal, ob wir das beeinflusst kriegen, ne? So, meine Lieben. Da sind wir. An unserem kleinen. Und die Bäume sind scheinbar auch schon zum Teil wieder da. Sehr gut. Dann wird es auch gemütlich hier. Ja, du darfst natürlich auch vom Napf trinken, ist doch klar. So, wie viele Federn haben wir? 8 Stück. Da machen wir mal morgen auf jeden Fall noch 2, 3 Vogelhäuser dazu, würde ich sagen. Essen haben wir noch drin. Unser Wagen ist auch noch da und macht keinen Ärger. Alles klar. Leute, ich weiß, es ist mittlerweile, es ist jetzt eine kurze Runde heute, eine sehr effektive allerdings. Ah ja, das habe ich angemacht, das Licht. Aber ich würde gerne morgen einfach mit euch den Tag direkt beginnen mit unseren Anzeichnungen. Möchte jetzt nicht anfangen und dann zwischendrin einen Cut machen rüber, sondern tatsächlich morgen gemeinsam mit euch anfangen. Ich kann euch ja schon mal ganz kurz. Ne, also, wir wissen. Hat es da gerade gefunzelt da hinten? Wir wissen, dass ungefähr hier drüben das Dorf ist. Und die paar Bäume, die jetzt hier vor dem Felsen sind, wo die rote Farbe in der Hütte ist, die müssen wir mal wegmachen, dass ich es abmessen kann. Und dann werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach entweder von hier oder ja, wir müssen da mal sauber machen. Das heißt, wir gehen hoch zur Hütte, malen uns rot an morgen. Und dann mähen wir uns mehr oder weniger mit Dynamit und Axt hier rüber, sodass ich sehe, wie ich die Verbindung von unserem Zuhause zur Front schaffe. Und dann werden wir an der Front natürlich einen kleinen Speicherplatz brauchen. Dann müssen wir es da auch ein bisschen mit Defense, da machen wir dann die coolen Fallen hin. Und von der Front aus geht es dann als Angriff in Richtung Dorf. Und da ziehen wir dann als Projekt unsere Wall rum. Da wird einiges los sein, bis wir die fertig haben. Freue ich mich drauf. Meine Lieben, ganz herzlichen Dank für die Runde heute. Wir haben jetzt die moderne Axt und ich mache uns einen Plan, wie wir, während wir der Bauprojekte frönen, Stück für Stück uns die Sachen holen, dass ich an den modernen Bogen komme. Wäre schon cool, wenn wir den vor der 10. Folge hätten. Und dann wird es interessant. Freue ich mich sehr drauf. So, bis morgen.